Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Partieanalyse der 11. Partie der Schachweltmeisterschaft 2016. Die vorletzte Partie und die Spannung ist natürlich unerträglich im Prinzip, denn ein Fehler, ein falscher Zug könnte quasi im Prinzip das Ausbedeuten. Also Kajakin mit den weißen Steinen jetzt seiner letzten Weißpartie, außer wir kommen zu den Tiebreaks, dann wird er mehr Weißpartie noch haben, aber die letzte Weißpartie in dem klassischen Format. Und wir schauen es uns an. Was haben die beiden heute gemacht? Also, Kajakin startete wie so oft mit erstens E4. Und Carlsen bleibt auch seiner Linie treu, hat auch keinen Grund abzuweichen. Das hatte bisher immer ganz gut funktioniert, der Spanier. Und tatsächlich folgten die Spieler der zweiten Partie, wo Kajakin auch diesen Zug sechstens D3 spielte. Und wir kommen zu dieser Stelle und hier hatte Carlsen in Partie 2 Springer A5 gespielt, gefolgt von Läufer E6. Aber jetzt spielt er Läufer E6 direkt, vermutlich weil er nicht herausfinden wollte, was genau Kajakin dort vorbereitet hat, obwohl es wahrscheinlich auch nichts Furchteinflößendes gewesen wäre. Aber das haben wir ja schon häufig in diesem Match gesehen, dass Carlsen lieber der Erste ist, der seinen Gegner überrascht. Das war tatsächlich im Prinzip in fast jeder Partie der Fall. Gut, nun Springer D5 ist auch eine häufig gespielte Variante. Springer D4. Jetzt Springer schlägt D4, E schlägt D4 und hier hat Weiß die Wahl. Es gibt auch den Zug, also es gibt den Zug Springer schlägt E7 und Springer schlägt F6, was hier Kajakin spielte. Springer schlägt E7 vielleicht noch ein bisschen ambitionierter. Es ergeben sich noch zwei schneidige Varianten. Also hier kann Weiß Läufer G5 spielen und dann die Ideen am Königsflügel die Bauern nach vorne zu schieben. Und ja, das ist sehr zweischneidig. Springer schlägt F6 ist ein bisschen ruhiger, obwohl auch diese Steuer, obwohl sie harmlos aussehen, durchaus sehr scharf werden können. Denn wir haben dieses Ungleichgewicht mit der Bauernstruktur und Weiß hat mehr Bauern am Königsflügel und deshalb auch die Möglichkeit, dort eher etwas gegen den schwarzen König zu unternehmen, denn wir sehen ja auch, der König ist schon ein bisschen geöffnet. Während Schwarz hier in der Regel am Damenflügel sein Spiel aufziehen wird und dort versucht, zu Gegenspiel zu kommen. Nun F4. Und ja, wir sehen es genau in diesem Sinne. Weiß spielt F4, Schwarz spielt C5. Dame G4. Dame D7 deckt den Bauern auf E6, verbindet die Türme. Und jetzt forciert Kajakin das Geschehen direkt. Er spielt F5, was mich ein bisschen überraschte. Weiß könnte hier auch einfach Läufer D2 erstmal spielen, C4. Und ja, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte auch auf der F-Linie verdoppeln und dann später noch F5 überlegen oder Turm AE1. Und man bleibt noch ein bisschen flexibler. Man hat vielleicht auch mal die Option E5. Von daher, das wäre ein anderer Weg gewesen. Nicht unbedingt besser, aber eine Alternative. Nach F5 ist man da eben schon ein bisschen festgelegt. Aber ich glaube, dass Kajakin wollte es auch so forcieren, weil er wusste, dass in den entstehenden Störungen er eigentlich kaum Risiko eingeht und vielleicht noch ein bisschen was probieren kann, aber er eigentlich nie wirklich in Verlustgefahr kommt. Turm AE8 deckt den Bauern auf E6, Läufer D2 und jetzt zeigt hier Carlsen seine Ambitionen. Er musste nicht unbedingt am Damenflügel spielen, aber er möchte etwas probieren. Man hätte hier auch einfach einen Zug spielen können wie Läufer E5. Und ja, passiert auch nicht viel hier am Königsflügel. Aber C4, H3. H3 einfach ein nützlicher Zug, deckt die Dame auf G4 und gibt dem König auch mal ein bisschen mehr Raum. Das kann immer mal wichtig werden, dass die Dame hier gedeckt ist in verschiedenen Varianten. Jetzt C3. Gut, der Bauer muss geschlagen werden und hier spielte Carlsen einen sehr interessanten Zug. Er schlug nicht wieder auf C3, auch das wäre möglich. Aber dann ist die Frage, ob man Weiß nicht vielleicht eher geholfen hat hier, denn der Läufer steht ganz gut auf E3. Er spielte den Zug D5 und jetzt ist sehr viel Spannung in der Stelle. Es gibt diese ganzen möglichen Bauernzüge oder Bauernschlagzüge. Und vielleicht erstmal kurz, warum hat Carlsen erst C3 gespielt, bevor er D5 gespielt hat? Wenn Schwarz hier direkt D5 spielt, dann kann Weiß Läufer B4 spielen. Da steht der Läufer sehr gut mit Angriff auf den Turm. Und deshalb also zuerst C3, damit Weiß nicht diese Möglichkeit hat. Und Schwarz kann natürlich jetzt immer noch im nächsten Zug auf C3 schlagen, denn Weiß kann nicht auf D4 schlagen, wegen Schach mit Qualitätsgewinn.
Und Weiß hat hier eine Reihe von Möglichkeiten. Ich denke, Kajakin spielt mit dem Zugläufer G5, wählt hier den praktisch sichersten Zug. Aber wir wollen uns noch ein paar andere Züge anschauen. F schlägt E6 ist erstmal einer der ersten Kandidaten. Man prüft ja sowieso immer erstmal die Schlagzüge. Und hier in diesem Endspiel hat jetzt Weiß tatsächlich zwischenzeitlich zwei Bauern mehr, aber Schwarz hat so aktives Spiel, dass es eher Weiß ist, der hier aufpassen muss. Und ich denke, es war sehr richtig, dass Kajakin es nicht gespielt ist. Immer noch D schlägt C3 in der Stellung natürlich. Weiß muss Turm F2 spielen und sich hier ins Abzugsschach stellen. Aber das kann Schwarz nicht wirklich ausnutzen. Also man könnte hier Läufer G5 Schach spielen und in das Turmenspiel gehen. Und es sieht alles immer ein bisschen beängstigend aus. Der Computer hält das hier immer alles zusammen. Am Brett hätte ich das vielleicht auch nicht unbedingt gerne gespielt, als Weiße von der absolut auch nachzuvollziehen ist, Kajakin das nicht gespielt hat. Diese Stellung neben Läufer G5 Schach gibt es natürlich auch D schlägt C3. Der Läufer muss hier nach E1 zurück. Sonst ist man immer in irgendwelchen Problemen hier, verliert eine Figur. Und auch wiederum hier die Stellung auch. Ja, der Computer sagt, es ist alles 0-0-0, also ausgeglichen, aber am Brett möchte ich meinen König eigentlich nicht unbedingt nach D1 stellen und alle Figuren auf der Grundreihe haben. Und da ist sehr verständlich, dass Kajakin das nicht gespielt hat. Es gab noch einen anderen Zug hier, den Zug C4, auch alles ausgeglichen laut Computer, aber wiederum, wenn man sich solche Varianten jetzt hier anschaut, wo ein Bauer, ein gedeckter Bauer auf E3 auftaucht, ja, es ist auch wieder eine verrückte Stellung und das muss man auch nicht unbedingt haben als Weißer. Also ich persönlich würde es auf jeden Fall nicht unbedingt gerne haben, gegen so einen Bauern zu spielen. Also Läufer G5. Bietet den Tausch der Läufer an. Die Läufer tauschen sich und jetzt hat Schwarz wiederum eine Reihe von Bauern-Schlagzügen zur Verfügung. Und Carlsen spielte D schlägt E4. Ja, falls E schlägt F5, E schlägt F5, D schlägt C3. Schwarz hat den Bauern wieder gewonnen, aber Weiß kommt hier zu spielen natürlich mit F6. Und ja, das ist überhaupt nicht problematisch für Weiß. So, D schlägt E4. Auch Weiß hat ja eine Reihe von Möglichkeiten natürlich Bauern zu schlagen. Gut, C schlägt D4, da kommt immer mit Schach. Das verbietet sich schon mal. Kajakin hat F schlägt E6 gespielt. Falls D schlägt E4, dann D schlägt C3 und hier nach F6 könnte Schwarz einfach Dame D4 Schach spielen und dann auf F6 schlagen. Also F schlägt E6 und Schwarz tauscht noch nicht, sondern macht erstmal den Zwischenzug Turm schlägt F1, weil der Turm E richtig steht auf E8 und man nicht diesen Abtausch von Weiß zulassen wollte. Dame schlägt E6 und jetzt C schlägt D4. Auch hier wiederum die richtige Wahl, welchen Bauern man schlagen sollte. Nicht D schlägt E4, nach D schlägt C3. Hat hier Weiß einfach eine Menge Schwächen und das wäre nicht so gut. Also C schlägt D4, aber Carlsen spielt jetzt E3. Und hat hier einen weit vorgerückten Freibauern. Er hätte auch E schlägt D3 spielen können. Und das Turmenspiel hier forcieren können, was auch einfach Remis ist. Aber er wollte ein bisschen Druck noch behalten. Und warum auch nicht? Schwarz riskiert hier nichts. Der Bauer, zwar hat Schwarz einen Bauern weniger, aber der Bauer kompensiert das vollkommen. Das ist klar. Gut, der muss jetzt Weiß erstmal die Leine nehmen hier. Stellt den Turm davor und der Bauer kommt nach E2, aber weiter kommt er auch erstmal nicht. Denn ja, den Turm kriegt man da nur schwer weg. Dame F3. A5, jetzt C3. Mit A5 verfolgt hier Carlsen die Idee, B4 zu spielen, denke ich. Wenn man jetzt irgendeinen Nullzug macht, König H1, dann B4. Und hier müsste Weiß A4 spielen, denn wenn man schlägt, dann bekommt Schwarz einen weiteren Bauern und dann wird es, glaube ich, schwierig, denn das ist ein ziemlich klarer Plan, den Bauern hier bis nach A2 zu bringen und dann gegen 2 wird es sehr schwierig für Weiß. Gegen zwei Bauern auf der zweiten Reihe. Von daher einfach C3, das, was Kajakin gespielt hat. Stopp B4, ja, absolut sinnvoll. Dame A2.
möchte jetzt über diese Route in die Weißstellung eindringen, aber es hatte Kajakin auch gesehen und kommt jetzt selber zu Spiel hier mit Dame C6. Turm E6, Dame C hat Schach, König H7 und jetzt C4 unterbricht hier die Verteidigungsdiagonale von der Dame, greift den Turm an und wenn der Turm jetzt zieht, ja gut, es gibt natürlich dieses Dauerschach in der Stellung, Turm G6 wird auch mit Dame 5 beantwortet. Mit dieser Festung in der Stellung kann Schwarz nicht mehr so viel anstellen. Und deshalb spielt hier Carlsen Dame D2. Und es tauschen sich die Türme. Und Schwarz ist sehr nah dran hier umzuwandeln, aber Weiß ist am Zug und es passt alles genau. Weiß gibt einfach Schach und Bodrimieren, was angenommen wurde, denn es ist Dauerschach hier. Schwarz kann da nicht rauskommen, denn wenn er mit der Dame dazwischen geht, klar, dann schlägt Weiß einfach den Bauern auf E2. Und das wäre nicht so gut für Schwarz. Und in dieser Stellung, falls G6, dann einfach Dame E7 und Dauerschach wird gegeben. Alles klar, damit endet die 11. Partie im Unentschieden und damit bleibt noch eine Partie. Eine Partie, wo es um alles geht. Wer diese Partie gewinnt, wird Weltmeister. So ist es. Und wenn keine Partie gewinnt, dann sehen wir Tiebreaks, was auch mal ganz nett ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Tiebreaks habe ich noch nie gesehen bei einer WM. Bisher wurden die immer vorher entschieden. Zu dieser Partie noch kurz. Hochwertige Partie, war die ganze Zeit im ausgeglichenen Bereich. Beide Spieler haben gut gespielt. Carlsen hat ein bisschen Druck gemacht, aber Kajakin hat dem Stand gehalten. Vielleicht hätte Kajakin doch nicht F5 spielen sollen so früh oder vorher noch statt Springerstieg F6 Springerstieg E7, wenn er ein bisschen ambitionierter hätte spielen wollen. Aber so blieb die Partie die ganze Zeit im ausgeglichenen Bereich und endete mit dem natürlichen Resultat Remis. Also die letzte Partie, die sollte man nicht verpassen, ist am Montag. Und zwar wiederum 20 Uhr deutsche Zeit. Meine Analyse zur Partie, möchte ich noch kurz sagen, wird ein bisschen später kommen, weil ich sie nicht direkt danach aufnehmen kann, leider. Alles klar, wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut, ciao.